Ah, mindestens. Der Deutsche Jens Söring beteuert seit 25 Jahren, zu Unrecht in US-Gefängnissen inhaftiert zu sein. Seine Stimmung schwankt zwischen kämpferisch und verzweifelt. Ich wäre völlig bereit, also elektrischer Stuhl, egal, bloß raus, klar. Bisher sind alle Berufungsanträge und Gnadengesuche Jens Sörings gescheitert. Seine Mitstreiter hoffen, dass ein neuer Zeuge und entlastende DNA-Ergebnisse vom Tatort nun die Wende bringen. Vielleicht ist da endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Im Herzen des amerikanischen Bundesstaates Virginia liegt der kleine Ort Dilwyn. Die Gegend ist dünn besiedelt. Trotzdem geht die Arbeitslosenquote seit Jahren nach unten. Das mag vor allem an der florierenden Gefängnisindustrie liegen. Rund 2 Kilometer außerhalb des Ortskerns liegt das Buckingham Correctional Center. Mit über 1000 Insassen ist es deutlich überbelegt. Unter ihnen der 44-jährige Jens Söring. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Ich kann einfach nicht aufgeben. Solange ich das, und das wird sich auch nicht ändern. Ich kann ja also, wenn ich mir jetzt plötzlich nur einrede, dass ich schuldig sei und ich hätte es verdient, ja, denn damit werden ja die meisten Menschen hier im Gefängnis mit ihrer Situation irgendwann mal fertig. Sie akzeptieren, dass das also die Strafe verdient ist. Das kann ich nicht. Also kann ich nur weiterkämpfen. Die Geschichte seines Kampfes beginnt im Sommer 1984. Der damals 18-jährige Jens bekommt das renommierte und hochdotierte Jefferson-Stipendium für die Universität von Virginia in Charlottesville. Er ist schüchtern und hat keine Erfahrung mit Frauen, als er eine andere Stipendiatin kennenlernt. Es ist die 2 Jahre ältere Elizabeth Roxanne Haysom. Im Winter wird aus den beiden ein Liebespaar. Sie war meine erste Freundin. Das war die erste körperliche Beziehung zu einer Frau. Sie war sehr attraktiv und sie hatte auch so einen seltsamen Charme, den sie also auch auf andere Menschen sind darauf reingefallen. Sie wurde also später als Bienenkönigin unseres Studentenwohnheims beschrieben. Ich war also bei weitem nicht der Einzige. Das traf auf Jungen genauso wie auf Mädchen zu. Sie war ja bisexuell und so weiter. Sie war älter. Ich war unschuldig. Und ich war sehr, sehr naiv. Für den deutschen Diplomatensohn, der seit 9 Jahren in Amerika lebt, ist es die große Liebe. In einem Brief an seine alte Lehrerin beschreibt er seine Freundin Elizabeth. Die 21-Jährige kommt aus reichem Hause. Doch die Beziehung zu ihren Eltern Nancy und Derek Haysom ist schwierig. Seit Jahren hat die Tochter ein schweres Drogenproblem. Am 3. April 1985, Jens und Elizabeth sind seit 4 Monaten ein Paar, finden Nachbarn die Leichen der Haysoms in ihrem Anwesen an der Holcomb Rock Road. Die Mutter Nancy Haysom liegt mit 6 Stichwunden in der Küche. Ihr Ehemann Derek Haysom findet sich zwischen Wohn- und Esszimmer. Er wurde mit über 25 Messerstichen getötet. Tagelang werden der Tatort und die nähere Umgebung abgesucht. Ohne Erfolg. Mit den Ermittlungen betraut ist das Sheriffsbüro von Bedford County. Major Ricky Gardner ist damals gerade 6 Monate bei der Mordkommission und 30 Jahre jung. Dennoch wird er mit seinem Partner zum Cheffahnder in dem aufsehenerregenden Fall. 25 Jahre später erinnert er sich immer noch daran, dass die Tochter der Haysoms ihn von Anfang an zu manipulieren versuchte. I was impressed with her. Ich war sehr beeindruckt von ihrer Intelligenz. Aber je öfter und intensiver ich sie verhörte und je besser ich sie dabei kennengelernt habe, desto mehr wurde mir klar, dass sie nicht immer die Wahrheit sagte. Sie neigte dazu, die Dinge immer so darzustellen, dass sie positiv für sie aussahen, aus verständlichem Grund. Unbestritten ist, dass Elizabeth und Jens am Tag des Mordes in einem Hotel in Washington, D.C. eingecheckt haben. Nur wer von dort zum Haus der Haysoms gefahren ist, darüber machen beide unterschiedliche Aussagen. Da erklärte sie mir also, dass sie immer noch heroinsüchtig sei und ihrem Dealer Geld schuldete. Und sie hätte mit ihm abgemacht, dass sie diese Schulden abarbeiten würde, indem sie in Washington, D.C. Drogen abholen würde und sie nach Charlottesville zurückbringen würde.
8 Stunden später sei Elizabeth ins Hotelzimmer zurückgekehrt. Ich konnte also sehen, sie hat was Braunes an den Unterarmen, aber die Hände waren sauber. Und sie sagte mir, dass sie ihre Eltern umgebracht habe. Sie machte die Drogen dafür verantwortlich. Sie sagte, sie hätten es ja sowieso verdient. Und das hat sie immer wieder wiederholt. Und da hat sie gesagt, ich müsste ihr also ein Alibi stellen, sonst würde sie hingerichtet werden. Am Tatort finden sich Blutspritzer, die nicht den Opfern zugeordnet werden können. Einige der besonders häufig vertretenen Gruppe 0, die auch Jens Söhring hat. Andere der viel selteneren Blutgruppe B, der von Elizabeth Haysom. Außerdem ein blutverwischter Sockenabdruck. Wir haben damals viele Leute befragt und wollten uns nicht auf eine Spur festlegen. Wir haben immer versucht, den Fall aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten und sind einfach nur den Beweisen gefolgt. Die aber haben uns immer wieder zu den beiden geführt. Als sich die Ermittlungen mehr und mehr gegen Elizabeth und ihren Freund richten, fliehen sie ins Ausland. Im April 1986 werden die beiden in England wegen geplatzter Schecks verhaftet. Scotland Yard verständigt die amerikanischen Behörden. Ermittler Ricky Gardner und Staatsanwalt Updike fliegen nach London, um das Paar zu vernehmen. Tagelang schweigt Jens Söhring, dann spricht er und gesteht überraschend den Doppelmord. Kein Anwalt ist anwesend und das später widerrufene Geständnis von Anfang an voller Widersprüche. Aber das will Chefermittler Ricky Gardner bis heute nicht gelten lassen. Wir haben mehr als 3, 3,5 Stunden miteinander gesprochen. Jedes nur erdenkliche Detail hat er mir geschildert und jede meiner Fragen beantwortet. Danach war ich überzeugt, dass er der Mörder ist. Jens nimmt die Tat auf sich, um Elizabeth vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. Als Diplomatensohn glaubt er, vor der US-Strafverfolgung sicher zu sein. Ich dachte, ich hätte eine Art diplomatische Immunität. Normalerweise wird man in solchen Fällen ins Heimatland zurückgeschickt und dann wird einem dort der Prozess gemacht für die Tat, die man im Ausland beging. Was ich nicht wusste, war, dass Konsulardiplomaten in Vereinigten Staaten, da hat nur der Diplomat diplomatische Immunität, aber die Familie nicht. Als der Plan nicht aufgeht, widerruft Söhring sein Geständnis. Doch Elizabeth hat sich längst gegen ihn gewandt. Im Sommer 1986 wird zunächst nur sie ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Trotz ihrer Drogensucht, der ihr attestierten Persönlichkeitsstörung und diverser Falschaussagen nehmen ihr die Geschworenen ihre Version des Tathergangs ab. Jens Söhring als heimtückischer Mörder ihrer Eltern. Jens hat aus seinem eigenen Willen heraus agiert. Er hatte die Wahl. Er hätte sich auf seiner 4-stündigen Fahrt noch umentscheiden können. Egal, was ich ihm in den Monaten zuvor gesagt habe oder was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, er hatte die Wahl. Tötet er meine Eltern oder nicht? Im Oktober 1986 wird Elizabeth Haysom wegen Anstiftung zum Mord zu 2x45 Jahren Haft verurteilt. Von der früheren Liebesbeziehung zu Jens Söhring ist nichts mehr übrig. Ich war ja bereit, nicht mein Leben, aber immerhin einige Jahre meiner Freiheit für diese Frau zu opfern. Und ja, das hat sehr wehgetan. Und ich hatte ja auch bis zu ihrer Aussage vor Gericht, hatte ich mir immer noch irgendwie Hoffnung gemacht, dass sie also die Wahrheit sagen würde. So doof war ich. 4 Jahre lang kämpft Söhring vor dem obersten Gerichtshof für Menschenrechte gegen seine Auslieferung in die USA. Erst als der Staat Virginia sich bereit erklärt, im Fall einer Verurteilung keine Todesstrafe zu verhängen, wird er überstellt. Am 1. Januar 1990 beginnt der Prozess in Bedford. Alle Geschworenen kommen aus der Gegend. Auch der Richter William Sweeney ist ein Bekannter der Haysoms. Einer der wenigen Journalisten, der vom ersten Tag an mit dabei ist und Einblick in alle Prozessunterlagen erhält, ist Carlos Santos. Besonders an die schwache Beweislage von damals erinnert er sich. Das wohl größte Problem der Anklage war es, Jens Söhring mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Es gab ja nur 2 echte Beweise. Das eine war ein kleiner Tropfen Blut der Blutgruppe 0 im Badezimmerausguss. Und dann dieser blutige Sockenabdruck, der am Tatort gefunden wurde, kaum zu erkennen.
Die Staatsanwaltschaft hat behauptet, dass es der gleiche Abdruck sei wie der Barfußabdruck von Jens Söhring. Er hat tatsächlich gut gepasst, auch wenn die Verteidigung das als Blödsinn dargestellt hat. Sie hätte besser etwas anderes vor der Jury anführen müssen. Das ist der Fußabdruck von Jens und das der von Elizabeth Haysom. Die sind sich sehr ähnlich. Das hätte zeigen können, wie schwer es ist, daran etwas festzumachen. Die sind aber nie verglichen worden. Aus meiner Sicht war die Jury ohnehin total überfordert. Das einzige Indiz der Staatsanwaltschaft, eine verwischte Fußspur. Doch Söhrings Verteidigung versagt dabei, es zu entkräften. Nach dem Prozess geben zwei Geschworene zu, dass sie Söhring nur aufgrund des Sockenabdrucks verurteilt haben. Am 21. Juni 1990 ertönt das Urteil. Wir, die Jury, befinden den Angeklagten schuldig des Mordes an Derek William Haysom. Wir, die Jury, befinden den Angeklagten schuldig des Mordes an Nancy Esther Haysom. Als Richter Sweeney ihn fragt, ob er dem noch etwas hinzuzufügen habe, antwortet Söhring: I'm innocent. Wie war das für Sie, als dann das Urteil kam? Ja, ich war so wütend. Ich habe in der Nacht einen halbherzigen, aber immerhin Versuch gemacht, mich umzubringen, weil ich einfach so wütend war auf das System und auf diesen ganz alles, was mir geschehen war. Ich wollte einfach nicht mehr mitmachen. Ich wollte mich weigern, das zu akzeptieren. Das war das. Ich habe also eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und mit einem Schnürsenkel festgezogen und konnte das nicht aushalten und habe es dann noch runtergerissen. Aber ich war wirklich sehr böse, dass man mich zu zweimal lebenslänglich verurteilt hatte für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Seit 21 Jahren kämpft Jens Söhring gegen das Urteil. Alle Instanzen haben eine Wiederaufnahme abgelehnt. Die Wende könnte die Arbeit dieser Frau bringen, Mary Jane Burton, eine Laborantin, die im Jahr 1999 verstarb. Viele Jahre lang hatte sie Tatortbeweise untersucht und Proben davon unüblicherweise behalten und ordentlich abgeheftet. 2001 wurden sie entdeckt und nach mit neuesten Methoden untersucht. Unter ihnen auch 42 Proben aus dem Haysom-Fall. Das Ergebnis: keine einzige trägt die DNA von Jens Söhring. Weshalb ihn das aber noch lange nicht automatisch als Täter ausschließt, erklärt Söhrings Anwältin Gail Ball. Wir haben das Problem, dass wir die neuen Beweise niemandem zuordnen können. Wir wissen nicht, wer da noch am Tatort war und können diesen Mann nicht identifizieren. Es ist sehr schwierig, einen umgekehrten Beweis anzutreten. Also zu beweisen, dass Jens nicht dort war, weil es keine Spuren von ihm gibt. Trotzdem belegt es, dass er mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dort war. Es ist also sehr wichtig. Ob es allerdings hier in den USA für ein Haftprüfungsverfahren ausreicht, das bezweifle ich. Zusammen mit der Aussage dieses Mannes allerdings sieht die Beweislage schon wieder ganz anders aus. Tony Buchanan, pensionierter Mechaniker und hochdekorierter Vietnam-Veteran, betreibt viele Jahre lang eine Werkstatt, nur 16 Meilen vom Tatort entfernt. Im Sommer 1985, 3 bis 4 Monate nach dem Mord, wird ein Wagen, der in den Wäldern gefunden wurde, zu ihm abgeschleppt. Das Getriebe ist defekt. Der Wagen, der da zu uns gebracht wurde, war voller Blut im Fußraum, auf der linken Seite, dort, wo der Fahrer sitzt. Und es lag ein blutverschmiertes Messer zwischen den Sitzen. Als passionierter Jäger erkennt er das Messer als Jagdmesser und ordnet das Blut dementsprechend als Tierblut ein. Wochen später wird der Wagen von einem jungen Mann abgeholt. Er ist in Begleitung einer Frau, die für den Wagen zahlt. Buchanan kann sich so gut an die beiden erinnern, weil es zunächst Schwierigkeiten mit der Kreditkarte der Frau gibt und die beiden über eine halbe Stunde bei ihm in der Werkstatt warten.
Ein Jahr später erkennt er die Frau in einer Nachrichtensendung wieder. Es ist die in England verhaftete Elizabeth Haysom. Der Mann mit der großen Brille aber eindeutig ein anderer. Ich schwöre, auch vor einem Gericht, dass der Mann in meinem Laden nicht Söhring war. Und dass es Elizabeth Haysom war. Was sie betrifft, da schwöre ich, dass sie die Frau war, die ich auf dem Foto wiedererkannt habe. Buchanan wendet sich damals an Ermittler Ricky Gardner und auch an Richter Sweeney, doch er findet kein Gehör. Bis heute. Denn hier könnte seine Aussage die entscheidende Wendung bringen. Was für eine Verrücktheit ist das, dass ein Mensch in meiner Situation nur noch Hoffnung hat auf die Gnade eines Gouverneurs. Es gibt kein Gremium, das ich anrufen kann. Es gibt kein Gericht, zu dem ich gehen kann. Es gibt kein Gesetz, was meine Situation erfasst. Es ist alles völlig persönlich von der Gnade eines Menschen abhängig. Ein Rechtsverständnis, das 7000 Kilometer entfernt in Bonn auf Unverständnis stößt. Hier in einer renommierten Kanzlei treffen sich heute Söhrings Anwälte Andreas Frieser und Christian Mensching mit einem Unterstützerkreis. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten sie pro bono, also kostenlos für Söhring. In seinem letzten Rundbrief an alle hat der Gefangene geäußert, dass er selbst keine großen Hoffnungen in den Bewährungsausschuss setzt. Ich finde, die gute Nachricht ist ja, dass, wenn ich es richtig verstehe, Jens Söhring mittlerweile jährlich dran ist. Das heißt, es gibt im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und immer wieder diese Anhörung des Parole Boards. Und nicht jedes Mal wird wieder Wahlkampf sein. Und wir sehen auch, das fand ich ganz beruhigend, auch alle, die Rundbriefe von Jens Söhring selbst gelesen, der schätzt seine Situation auch sehr, sehr realistisch ein. Was ich wiederum sehr positiv finde, weil das natürlich auch auf eine psychologische Stabilität schließen lässt. Hinter Gittern versucht Jens Söhring derweil alles, um seine Situation zu verbessern. 8 Bücher hat er handschriftlich geschrieben, über 180 Artikel verfasst und sich nicht die kleinste Kleinigkeit zu Schulden kommen lassen. Trotzdem. Wenn das jetzt abgelehnt wird, ist die einzige Hoffnung nur noch durch die Politik, ein Eingriff durch die Politik. Und das muss ich machen. Und meine Freunde und auch meine Anwälte sind da also, machen da also mit. Anders geht es nicht. Erlauben Sie sich aber auch die Hoffnung, dass es vielleicht durchgeht? Die Parole-Anhörung? Ich bin bereit, mich überraschen zu lassen, aber meine gesamte Planung zielt darauf, dass es abgelehnt wird. Und ist das Selbstschutz? Klar, natürlich. Aber wie gesagt, auch Realismus und Erfahrung. Aber ich meine, wir haben auch andere. Es gibt dann noch die Möglichkeit einer Gerichtsklage, die mit der Haftüberstellung zusammenhängt. Dafür mache ich mir überhaupt keine Hoffnung, denn kein virginianisches Gericht hat mir jemals geholfen. Aber ich bin bereit, es zu versuchen. Und das ist dann ein weiterer Beweis, dass es eben hier nicht rechtsstaatlich zugeht. Über eine Stunde lang haben die Anwälte, der Zeuge Tony Buchanan und die Vertreter der deutschen Botschaft für Jens Söhring vor dem Bewährungsausschuss vorgesprochen. Kameras wurden dabei nicht zugelassen. Und wie lief es? Oh, very good, very good. Es lief sehr gut, wirklich. Wir hoffen, dass es vielleicht endlich Licht am Ende des Tunnels gibt. Wir werden sehen. Okay. Und wie war es für Sie? Sehr gut. Ich habe zwar nicht viel sagen können, denn wir haben lange draußen gewartet, aber dann endlich kamen sie raus. Ja, zunächst sind die Anwälte, auch die von der Botschaft rein. Und dann kam noch Tom und Tony an die Reihe. War es denn anders als bei anderen Anhörungen? Oder haben Sie dieses Mal eine echte Chance? Ich denke, dass wir wirklich eine Chance haben. Ich glaube wirklich, dass dieser Vorsitzende bereit ist, Leute auf Bewährung freizulassen. Da muss selbst eine erfahrene Anwältin wie Gail Ball lachen, denn die Zahlen sprechen eine andere Sprache. In keinem anderen Staat kommen so wenig Menschen zur Bewährung frei wie in Virginia. Die Quote liegt unter 2%.
Das amerikanische System war einmal anders, in den 50er und 60er Jahren und auch noch in den frühen 70ern. Da hat man den Menschen eine zweite Chance gegeben. Da gab es Bewährung nach 10 oder 20 Jahren Haft. Dann aber haben Politiker festgestellt, dass man sehr viel mehr Stimmen gewinnt, wenn man sich als extrem hart gegen das Verbrechen verkauft, also einfach den Schlüssel wegwirft. Das hat heute dazu geführt, dass wenn man hier in Virginia 20 Jahre bekommt, dann sitzt man die auch ab. Und wenn du lebenslänglich hast, dann heißt das bis zum Ende. Keine Hoffnung, keine Chance auf Resozialisierung. Einfach nur Käfige, in denen wir Menschen halten, bis sie entweder sterben oder ihre Strafe abgesessen haben. Für mich wäre Freiheit, irgendetwas tun zu können, wo ich eine Wahl habe. Nicht? Wie, zum Beispiel in so einer Situation, wenn ich irgendetwas am Telefon höre, dass ich mich tatsächlich entscheiden kann, was ich mache oder nicht mache. Heutzutage habe ich diese Wahl nicht. Ich werde in einigen Tagen, vielleicht in ein oder zwei Wochen, die Antwort vom Parole Board erhalten. Und ich werde keine Wahl haben, wie ich darauf reagiere. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten, aufgeben oder weiterkämpfen. Aufgeben geht nicht, es geht also nur noch weiterkämpfen. Und das ist keine Freiheit. 13 Tage hat das Gremium des republikanischen Gouverneurs gebraucht, um zu entscheiden. Jens Söhring stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und bleibt bis auf Weiteres hinter Gittern.